Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Heute mal mit einem etwas langsameren Intro, denn ich muss gucken, zumindest die Aufnahmen passen, das Umschalten hat funktioniert sehr schön. Ich habe nämlich endlich wieder Zeit aufzunehmen. Ja. Und darüber hinaus einen neuen Monitor. Ich glaube, das wisst ihr schon, aber ich bin mir nicht sicher, weil der alte ist abgeraucht. Und von dem her, ja, muss ich jetzt hier gucken, mit den Videos, wie das ausschaut. Da habe ich nämlich keine Ahnung, wie die sich machen werden. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht genau sagen, ob die passen oder nicht mit dem Layout und allem. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber das werden wir alles sehen. Mit der Zeit wird sich das einspielen. Ist halt jetzt vielleicht eine Umstellung. Muss man mal schauen. So. Ich bin nach wie vor hier in Mittelerde unterwegs und habe ein paar Schlachten zu schlagen. Jetzt, ich habe ewig lange mal gespielt. Die Menschen. Ah nee, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal, wen ich angreife. Ich glaube, mit Saruman bleibe ich einfach mal stehen. Na, vielleicht bleibe ich mit Shaku auch stehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Na, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ah, das geht gar nicht. 65 Teten gehen. Haben wir irgendwo 65? 60. Der passt rein. Und den schicken wir wieder zurück. Obwohl, die können wir auch nach vorne schicken. Das ist eigentlich egal. Das passt schon. Und hier haben wir unsere Front. Hier haben wir gar nichts. Das heißt, da stellen wir jetzt am besten die da rein. So ein bisschen. Ja. Hätte ich auch von hier holen können. Ist aber egal. Ich muss doch noch woanders ein paar Leute haben. Wo habe ich denn? Da unten ist der Lurz. Ah, hier oben ist der Grima. Die beiden bleiben stehen. Das war's schon. Na, ja, viel mehr geht nicht. Traurig, aber wahr. So, lass mich mal gucken. Oh, Isengard hat angegriffen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann machen wir erstmal hier oben den Kampf. Hallo. Ja, es sind ausgerüstet. Das kriege ich hin. Wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ich werde heute auch noch ein Infovideo aufnehmen müssen. Kein langes, nur so ein kurzes mit bla bla, so schaut's aus. Dö-dö-düm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wieder auf 5 Videos die Woche umsteigen soll. Ich hätte zwar jetzt Zeit. Allerdings könnte es gut sein, dass das Studium demnächst wieder ziemlich knackig wird. Auf jeden Fall werde ich den Community Clash zu Ende bringen, sofern genug Leute nach wie vor Lust haben. Ich muss echt mal gucken, ob ich hier nicht. Ich glaube, ich probiere das irgendwann mal aus. Das Bild scheint nämlich kleiner zu sein. Wie gesagt, das kann ich jetzt ad hoc nicht ändern. Ich bin jetzt in der Aufnahme. Ich werde es allerdings in der Pause ändern. Also nach dieser Aufnahme werde ich mal rumspielen, kurz und gucken, ja, wie ist es, wenn ich zurück auf 1440 schalte oder wenn ich 1980 oder 1920 ausprobiere. Ich probiere mal ein bisschen rum, weil jetzt müsste jetzt von der Kamera überdeckt sein. Und vielleicht ist das auch alles zu nah reingezoomt, ich weiß es nicht. Für mich spielt sich's ziemlich gleich, aber ich glaube, früher war das ein bisschen anders. Von dem her muss ich da mal gucken. Und ja. Also viel, viel Umstellerei. Bei StarCraft zum Beispiel werde ich das Overlay nicht mehr benutzen können, weil das sich nicht einfach strecken lässt. Ist auch sehr schade, aber hilft nix. B ist das. Also von dem her, was sollen wir machen? Wo ist denn der Held?
Den können wir uns mal holen hier. Flieht. Da ist er. Ah, der ist aber Stufe 6. Braucht ja doch eine ganz schöne Weile. Naja. Oh, ein Baumeisterler. Tot ist er. Maul halten. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Ja, dann macht's mal. Ich sage nur die Wahrheit. Wir müssen sie zur Rechenschaft ziehen. Wir werden sie berechnen. Lasst es voll ihre Zeit läuft. Wir werden sie berechnen. Ah, den Thron kann ich gar nicht angreifen, oder wie? Wir dürfen nicht scheitern für ihren Verrat sterben. Aha. Oha, hä? Lol. Das war seltsam. Normal ist der Thron doch das Hauptgebäude. Sehr eigenartig, aber okay. Ah, nee, klar. Das. Haha, nice. Das hat. Ja, verstehe. Hat den Orks gehört und die Elben waren drin. Gut, dass ich hier Truppen reingestellt habe. Ich wusste, der wird da angreifen wollen. Aber damit hat er nicht gerechnet. Die Blöd-KI. Verpatzt. Also wie gesagt, den Community Clash will ich fertig machen. Ich hoffe, die Leute haben noch Lust. Wenn nicht, dann wird er abgebrochen. Das wäre zwar schade, aber kann ich nicht ändern. Wie gesagt, Studium ist halt schon krass. Irgendwo meint man nie, weil... Ups, ne? Ich mache sehr viel mit YouTube. Also sehr viel, aber genug, sag ich mal. Eigentlich, theoretisch. Und auch sonst viel Freizeit. Das ist schon schön. Ja, aber zeitgleich hat man halt dann... irgendwann einen Monat komplett ablernen, was halt richtig heavy ist. Och nö. Ja, ein Leuchtfeuer. Das ist schon besser. Das holen wir uns auch. Seil spannen. Balliste. Los geht's. So. Die Schlacht könnte tatsächlich ein bisschen länger dauern. Na, also da ist er doch. So. Bauen wir mal eine Uruk-Grube. Aber wieso sitzt denn der nicht auf dem Pferde? Ja, der macht eh keinen Schaden. Schaut euch das an. Aha, baut aber Blödzeugs, wusstest du. Hier. Alter, der König kann definitiv nicht kämpfen. Der Baumeister sollte nicht entkommen. Nett. So. Noch eine Uruk-Grube. Vielleicht dauert es doch nicht lang. So, da kommen Pferde raus. Die dürften allerdings auch nicht lange leben. Da kann ich nicht bauen. Naja. R, C, W. Nee, P, oh Gott. Schlimme Hotkeys. Ein Türmchen baut er auch noch. Dann darf ich da nicht bauen, weil da wieder was kaputt gemacht wird. Ich muss unbedingt diesen Troll hier vernichten. Mit den Abro-Schützen dann. Das wird gehen. Naja, wird schon passen. Die fangen wir ab. Ja, noch nicht. Ich baue ja noch ein paar Schmelzöfen, dann geht das schon. Ja, GG. Also war doch nicht so schwer. Das wird alles viel anspruchsvoller, wenn ich gegen die KI spiele. Mit diesem Patch 2.02. Da bin ich echt noch gespannt. Aber wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts mehr, wenn das so weitergeht. Aber der eine Monat hat mich schon sehr zurückgeworfen. Und dann hängt es natürlich davon ab, ob ich will,
Oder, oh Gott, oder nicht. Also sag, sprich, die 5 Videos in der Woche oder bloß zu 3. Es ist ein großer Unterschied und ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich weiß halt, dass ein Video pro Serie, pro Dings sehr wenig ist. Von dem her, ja. Wow. Wie soll ich denn das bitte schon schaffen? Wie stellen Sie sich das denn bitte schön vor? Ha. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mit Dings weitermachen soll. Mit Sins of Azula Empire. Das Spiel ist gut, es macht sehr viel Spaß. Aber ich brauche es nicht aufnehmen, wenn es halt kaum jemand schaut. Und da gab es letztens eine kleine Argumentation, die fand ich ganz spannend. Naja, das ist ja voll GG. Allerdings muss ich sagen, die ersten Videos am Anfang, weil es hieß in der Argumentation, ja, am Anfang hattest du viel mehr Viewer, mach mal mehr. Das Ding ist mit diesem YouTube-Algorithmus, ich kenne nicht auswendig, ich kenne nicht wirklich sehr gut. Was ich aber weiß ist, wenn ihr zum Beispiel schaut, mein allererstes Herr der Ringe-Video hat über 2000, vielleicht schon 3 oder 4000, ich weiß nicht, Aufrufe. Das ist eine ganze Menge. Und bei StarCraft dürfte das ähnlich sein und bei Sins of a Solar Empire genauso. Ähnlich wie bei XCOM. Von dem her, ja. Ist ähnlich. Kann ich rausgehen? Das ist so verloren. Ja, das ist halt komplett. Wenn die mit so einer Armee da reinrennen, ist das halt verloren, ne? Und ja. Das ist da immer der Fall, dass am Anfang viele Leute meine Videos zugespielt bekommen von YouTube, vermutlich. Und davon bleiben dann halt 10%, 5% hängen. Das ist kein Problem. Es geht mir auch, also ich bin immer noch am Überlegen und gucken, dass ich nicht schaue, dass es mir um die Anzahl der Leute geht, weil das ist Schwachsinn. Ja. Es wäre Wunder, es wäre Bombe. Wenn ich 1000 oder 10.000 Leute hätte, die mein Zeug anschauen. Klar, wer wünscht sich das nicht, ne? Da bin ich auch bloß ein Mensch, ne? Aber es muss nicht sein. In erster Linie muss es mir Spaß machen. Und nachdem ich so ein bisschen VWL hatte, so ein bisschen in meinem Leben, ganz kleines bisschen, Volkswirtschaftslehre, kenne ich halt dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, Konstrukt. Und das muss halt stimmen, ne? Das ist logisch, das ist so ein bisschen nicht zwingend rational, aber ah ja, aber für mich halt zutreffend. Es muss sich halt für mich lohnen, YouTube zu machen. Und YouTube lohnt sich für mich dann, wenn ich Spaß dran habe. Und so ein bisschen Spaß macht's auch, wenn ich sehe, hey, Leute schauen mein Zeug. Das ist, glaube ich, ganz logisch, ne? Ah ja. Dem stehlen wir mal alle Rohstoffe. Hihi. Also es müssen nicht zig Millionen tausend sein, das ist glaube ich klar. Nice. Jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Okay. Okay, gut. Nett. So, und mit dem Spaß, das ist halt so eine Sache. Also Herr der Ringe zu spielen macht mir Spaß, weil da sehe ich, hey, da ist Interesse da, selbst wenn mal bloß 50 Leute schauen, bloß in Anführungszeichen natürlich. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Vor allem jetzt im Sommer ist halt was ganz anderes. Ich glaube, im Winter schauen die Leute mehr YouTube als im Sommer. Macht auch Sinn, im Sommer sind die meisten Leute sind nicht wie ich. Also kaum jemand ist wie ich. Die meisten Leute haben in Real Life Freunde, Bekannte, Familie, Hobbys, Zeugs, ne? Das meine ich jetzt auch nicht abwertend. Familie ist einfach Verpflichtungen, ne? Ewig viele Verpflichtungen. Nicht so wie ich. Und demnach müssen diese Leute ihre Zeit ganz anders einteilen. Sie haben vieles, was sie machen müssen, vieles, was sie gerne machen möchten. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für Dinge, die man mal ebenso vielleicht macht. So. Und von dem her, ja. Ne. Bei Sins of a Solar Empire ist es halt ein bisschen schwierig für mich jetzt, weil das Spiel macht Spaß, aber es ist sehr langatmig. Man sieht nicht so viel, habe ich auch schon gehört, als Feedback stimmt.
Und demnach knifflig, da was aufzubauen. Ich bin halt auch nie der Typ, der Werbung für mich gemacht hat. Also, ich habe nie irgendwie Werbung gemacht. Den kannst du aber so instant töten, oder? Das dürfte doch kein Problem sein. Also ich habe nie Werbung für mich gemacht, nie groß. Ich habe es mal probiert, aber zufrieden oder glücklich war ich damit nie. Das hat sich immer so gezwungen angefühlt. Ah, eigentlich wollte ich die Stachelschwein-Formation. Naja, zu spät. Und... nee, den kann ich nicht mehr retten. Das ist zu spät. Da sind sie schon mal nicht. Wer hätte das gedacht? Oh, hab ich viel Geld? Krass. Ja. Ich bin am überlegen, ob ich wieder mit XCOM anfangen soll. XCOM 2. Das war cool irgendwie. Aber auch anstrengend. Ne? Leute zu verlieren hat mir nie Spaß gemacht. Schwierig, schwierig. Definitiv aber auch ein sehr gutes Spiel, das sehr viel Spaß macht. Das wäre dann wieder auf Englisch. Vielleicht wäre es besser, es auf Deutsch zu machen. Ich weiß es nicht, wer Lust an XCOM hätte. Also, es wäre XCOM 2. Klar, ich könnte es auch auf Deutsch spielen, weil es, mir ist es ziemlich wurscht. Ich hab halt den Channel Englisch angefangen für meine Abi. Mündliche Abi-Prüfung. Und weil mir YouTube Spaß macht, dachte ich, ja, 2 in 1 passt. Viele englischsprachige Leute bekommen meinen Content nicht zu sehen. Wie gesagt, es ist halt auch wieder das mit der Werbung. Ich denke schon, dass ich ganz gutes Commentary mache. Jetzt nicht das Beste, klar. Ich bin auch nicht der beste YouTuber oder der tollste YouTuber oder sonst was. Man kann auch nicht sagen, dass ich mir wirklich Mühe gebe. Ich mache es halt so nebenbei, wie es mir Spaß macht. Aber meistens sind es halt Let's Plays von Strategiespielen, die nicht so sehr gesehen werden aktuell. MOBA ist halt nach wie vor groß, weil es halt auch jeder spielt, ne? Aber da bin ich zu schlecht und es fasziniert mich nicht. Es muss halt auch mir Spaß machen. Also, da kommen viele Faktoren zusammen. Das Spiel muss Spaß machen. Ich brauche das Aufwand-Nutzen-Verhältnis muss stimmen. Das heißt, es sollten genug Leute mein Zeug schauen. Das ist halt so mit ein Faktor, der mit rein spielt, ne? Andererseits würde ich, wenn ich kein YouTube machen würde, keinen Sins of Azula Empire mehr spielen. XCOM würde ich wahrscheinlich links liegen lassen, auch wenn es Hammer-Spiele sind, aber ich würde mich nicht dazu in Anführungszeichen zwingen, die Spiele selbst zu spielen. Das ist halt das Ding. Ich würde mich nicht selbst dazu bringen, sagen wir so. Ich würde mit StarCraft dranbleiben und mit RP und fertig. Oh, fertig. Ende. Das war's. Und das ist halt nicht sonderlich viel. Es reicht mir auch, ich bin damit mehr als glücklich, also... wenn es nicht so wäre, würde ich es nicht tun. Ne? Da bin ich immer ein Verfechter von mach was du willst, mach was dich glücklich macht. Solange es keinem anderen schadet, ist alles in Ordnung. Und das lebe ich auch eigentlich ziemlich aus. Wieso auch nicht, ne? Das Leben ist schön, wenn man es sich schön macht. Manchmal kann es kacke sein, das gehört dazu. Aber wir haben es lang nicht so schlecht wie die Leute, die jetzt in Syrien IS und Zeug und sowas. Also, wir in Deutschland können es eigentlich nicht groß beklagen. Der Vergleich zu ziehen, der ist immer ein bisschen schwachsinnig, weil wir haben ganz andere Probleme. Und die Probleme haben auch ihre Berechtigung. Aber so ab und zu tut es ganz gut, mal zu vergleichen, sehen, was hat man, was andere nicht haben. Um einfach so ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen, wie schlecht geht es mir wirklich. Es hilft nicht, es ist vielleicht auch kein Trost. Manchmal mache ich das einfach so für mich, dass ich sehe, ja, im Grunde, ich kann jetzt hier zocken und YouTube machen und habe Leute, die schauen, so Kommentare und muss nicht um Essen kämpfen und um mein Leben laufen. Das hat schon was, ne? Das ist schön. Kann man nicht anders sagen. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich nicht sein muss. Auch in der heutigen Zeit, auch in Deutschland, wenn du guckst hier. In größeren Städten, die Leute, ja, Obdachlose, ich weiß nicht, wie das passieren kann,
Ich kann mich da nicht hineinversetzen, ich weiß nur, ich tät krepieren. Das ist doch zum Kotzen. Wie kann das in Deutschland sein? Aber es ist so. Und zwar nicht, das sind keine Einzelfälle. Gut, jetzt mache ich hier aber Pause und schaue mir mal an, wie das mit 1920 ausschaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. War es jetzt F4 oder F5? Boah.